Anekdoten aus der Opernwelt. Schmunzeln Sie über Begebenheiten, die berühmten Personen passiert sind. Anekdote Nummer 3. Die Aida singt mit einem blauen Auge. Die zu ihrer Zeit berühmte Opernsängerin Johanna Gacki stürzte 1903 während einer Vorstellung der Walküre im dritten Akt so schwer, dass sie das Bewusstsein verlor. Geweckt wurde sie durch die Rufe des Souffleurs, sodass sie weiter singen konnte. Mit einem blauen Auge sang sie wenige Tage später Aida neben Enrico Caruso. Lesen und hören Sie mehr über Enrico Caruso, Johanna Gacki und vieles mehr im Online-Opernführer www.operaonline.com. Alles über Oper.